So, Josef Sasic, der Kapitän des TSV Walmdorf bei mir. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 8:6 nach einem 8:1 bei den Wacker Eagles. Bist du zufrieden? Ja, ich kann sagen, ja, wir sind zufrieden. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Heute haben wir ja wieder Spektakel gemacht mit vielen Toren. Ich glaube, dass wir genossen haben. Und ja, wir brauchen uns eure Unterstützung. Jetzt machen wir den nächsten Schritt, spielen wir Halbfinale gegen Hohenstein und freut mich über diese zwei Spiele. Ja, die Stimmung hier war gut. Jetzt zwei Spiele gegen Hohenstein, Ernsthal. Eins hier und eins dann in Hohenstein. Und da können wir auch schon mal sagen, wird es einen Fanbus geben? 40 € ist gerade der Preis. Fahrt nach Hohenstein, Spiel, Eintrittskarte und dann Fahrt wieder zurück. Seid ihr angewiesen auf die Fans? Freut ihr euch mit den Fans jetzt aufs Halbfinale? Natürlich, ohne Fans geht nicht. Deswegen Mannschaft übernehmen, die 10 €. Rest zahle ich ja selber. Auf jeden Fall, ich bedanke mich an meinen Namen, auf meine auf Name und Mannschaft. Wir sehen uns in Hohenstein und ich glaube, das kommen wir in große Zahl. Das heißt, 10 € pro Person wird von der Mannschaft übernommen. Das heißt, 30 €. Bus nach Hohenstein, Spiel in Hohenstein und dann Bus wieder zurück. Ich glaube, das ist ein Angebot der Mannschaft. Wir würden uns freuen, wenn viele das annehmen. Wir sagen vielen Dank, Josef Sasic, vielen Dank ans Team. Die warten schon auf dich. Marko Vukovic, what a game. Congratulations. What's your opinion about the game? What to say about the results? Results are not good. We played well attacking, but defense... Okay, we had the results 7-1 and... We start to play something for the audience, but okay, win is the most important here, and we succeed and placed in semifinals. So you made a way into the semifinals, and now we will have two games against Hohenstein Ernsthal. The first game here in Walmdorf, the second game then in Hohenstein. What's your opinion? It was a tough game last time there, and it was a very enjoyable game for the audience here. Yeah, Hohenstein is a great team, full of Brazilian players, but we beat them at here. We beat them here at our court, and I think we will beat them in the next game and placed in final. So the fans will go with us. We are planning to have a bus there. Is it important that the fans will support you in Hohenstein too? Yeah, our fans is the most important in our game. So. With them, we can beat everybody. So good luck. Have a good time. You will train 2 weeks, and then we will see you again here in the hall against Hohenstein Ernsthal. Thank you, Marko Vukovic. Okay, see you. Mario Peha, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Einzug ins Halbfinale. 8:6 nach einem 8:1 in Hamburg. Bist du zufrieden? Ja, ich meine, wir sind das Spiel heute. Das war klar, dass es heute nicht so vonstatten geht, wie es in Hamburg war. Es ist für uns einfach ein Pflichtspiel gewesen und dementsprechend ist es alles so gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Für uns war es wichtig, dass wir nicht viele gelbe Karten kassieren, dass die Spiele einfach auch spielberechtigt bleiben. Dementsprechend alles gut. Jetzt geht's ins Halbfinale. Zweimal Hohenstein, einmal zu Hause. Da hat man ja relativ gute Erfahrungen gemacht. Einmal auswärts, dann in Hohenstein, wo es das letzte Mal die Niederlage gab. Wie siehst du jetzt den Spielen gegen Hohenstein entgegen? Ja, also ich meine, gegen Hohenstein wird ein tolles Spiel. Es geht natürlich, jetzt geht es wieder um einfach den Vorsprung aufzubauen. Und ich denke, wir sind gewappnet. Ich meine, für diese Spiele haben wir die ganze Saison gespielt. Also dementsprechend sehr, sehr zuversichtlich entgegen. Jetzt haben wir ja vor, wieder mit den Fans dorthin zu reisen. Jetzt hat die Mannschaft gesagt, 10 € übernehmen wir pro Person. Auch ein Zeichen, oder, an die Fans? Ja, ich finde es eine super tolle Geste von den von unseren Spielern, das heißt, dass sie dementsprechend auch die Wertschätzung den Zuschauern entgegenbringen, dass halt so viele wie möglich mitkommen und uns dann dort auch im Rückspiel unterstützen. Und die Unterstützung, die werden die Jungs brauchen, werden sie sie nicht brauchen? Das werden wir sehen, wenn das erste Spiel vorbei ist. Und das ist in 2 Wochen und da freuen wir uns drauf und da sehen wir dich wieder. Dankeschön. Danke, gerne.